Wie von einem Hufeisen umschlossen, liegt Sikkim, das so groß ist wie die Schweiz, eingebettet zwischen den hohen Bergen. Die Grenze nach Nepal bilden die 8000er, gegen Tibet sind es die 7000er und gegen Bhutan sind die Berge knapp darunter. Dieser kleine Bundesstaat Indiens hat einiges an landschaftlicher Vielfalt zu bieten. Im Süden die flache Region, das Terrain, die Ebene gegen Westbengalen mit den breiten Ausläufern der Flüsse Tista und Rangpo. Dann mächtige Mittelgebirge mit tief eingeschnittenen Flusstälern bis hin zu der Region des ewigen Eises im Westen und Norden des Landes. Überschreitet man die Grenze zu Westbengalen, ändert sich das Bild der kleinstädtischen Struktur und der Bevölkerung nicht sehr, denn im Terrain leben heute vorwiegend Inder und Nepali, die meistens Handwerker oder Händler sind. Der Name Sikkim leitet sich von dem Limbo-Wort Sukkim her, das neues Haus bedeutet. Die Lepchas, die Ureinwohner der Region, nennen das Land das Paradies und für den seit dem 15. Jahrhundert dort ansässigen Volksstamm der Bhotias ist es das verborgene Reistal. Beide Namen sind treffliche Beschreibungen für dieses interessante Land. Bedingt durch die topografische Lage ist ein Befahren und Bereisen nur in den schmalen Flusstälern möglich, an deren Ufern schmale und kurvige Straßen gebaut wurden. Folgt man dem Fluss Tista und dann dem Fluss Roro stromaufwärts, erreicht man nach einigen Stunden Autofahrt, sofern das Wetter und die Straßenverhältnisse mitspielen, die in den Bergen gelegene Hauptstadt Sikkims, Gangtok. Die Hauptstadt der Provinz liegt auf zwei Hügeln hoch über dem Fluss Roro. Steile Straßen, gesäumt von schmucklosen Fassaden der Häuser, prägen das Stadtbild. Es sind meist Bauwerke aus der Zeit, in der die Engländer hier die Kolonialherren waren. Die Menschen in dieser Region sind nicht sehr begütert und die Stadt ist überbevölkert, da nur in Gangtok etwas von der modernen Zeit mit seinen Kommunikationsmöglichkeiten und somit ein Anschluss an die übrige Welt verfügbar ist. Viele Inder sind auch hierher gezogen und so werden religiöse Zugeständnisse dem Hinduismus gegenüber gemacht in einem sonst rein buddhistischen Land. Die Hauptstadt ist Zentrum des Handels und des Handwerks und auch die Bauern des Umlandes bieten und vermarkten ihre Produkte hier. Aber es sind nicht alles Waren der Region, die hier angeboten werden, denn das Land bringt, bedingt durch seine klimatischen Verhältnisse und die Höhenlage, nur landwirtschaftliche Produkte in begrenztem Maß hervor. Am Markt glaubt man, die Zeit ist stehen geblieben. Keine elektrischen Wagen, keine Hebewerkzeuge und Karren, um die Säcke und Körbe zu transportieren. Das Angebot an Feldfrüchten, Obst und Gemüse ist reichhaltig. Aber die Arbeit auf den an den Hängern angelegten Terrassenfeldern ist Schwerstarbeit und kaum mechanisiert. Um den Lebensunterhalt zu verdienen, ist es oft notwendig, dass die gesamte Familie einschließlich der Kinder auf die Felder geht. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft wird sichtbar, wenn man die statistischen Zahlen heranzieht. 75% der Bevölkerung ist ausschließlich in der Landwirtschaft tätig und 8% betreiben diese als Nebenerwerb. Sikkim ist ein multiethnischer Staat.
70% der Einwohner sind nepalischer Abstammung, die restlichen 30% bilden Lepchas, Bhotias, Sherpas und Inder. Heute ist Sikkim der 22. Bundesstaat Indiens und das seit 1975. Bereits seit 1817 hatten die Engländer Handelsvertretungen in diesem Gebiet und halfen den Monarchen von Sikkim, die immer wieder einfallenden Nepalesen und Tibeter zurückzudrängen. Sie taten dies nicht ohne Hintergedanken, musste doch der Handelsweg nach Tibet freigehalten werden. Mit der Rückgabe der von England besetzten Gebiete an Indien 1947 war das kleine Königreich Sikkim nicht mehr lebensfähig, der König musste zurücktreten und das Land wurde von Indien annektiert. Um das Traditionelle zu fördern und zu lehren, wurde im Zentrum von Gangtok eine Kunstschule errichtet. Hier werden junge Frauen im Sortieren, Reinigen und Kämmern der geschorenen Wolle unterrichtet. Vorbereiten der Wolle und Spinnen mit einem Kreisel. Weiterverarbeiten des gesponnenen Garnes sowie das Weben und Knüpfen von Teppichen. Die Teppiche werden in der für die Region üblichen groben Knüpftechnik und mit überlieferten Mustern gefertigt. Die geknüpften Teppiche werden aufgelegt, gespannt und der Flor wird mit der Fächerschere auf eine einheitliche Höhe gebracht. Die gesponnene Wolle wird auf Strähne gewickelt und auf Sitzwebstühlen zu Stoffen verarbeitet. Die hier gewebten Stoffe werden vorwiegend mit nepalischen Motiven versehen. Die schmalen gewebten Stoffbahnen werden zu Schürzen weiterverarbeitet, die Teil der nepalischen Tracht sind. Die jungen Männer werden in der Malerei, der Bildhauerei und dem Sticken geschult. Die gefertigten Waben werden selbst vertrieben und sind so Bestandteil der Finanzierung des Projektes. Das Pflichtschulwesen ist in ganz Indien eingeführt. Eine Klasse Vorschule und dann 6 Jahre Pflichtschule. Doch nicht alle Kinder kommen in den Genuss einer Ausbildung. Wartet Arbeit auf die Kinder oder sind jüngere Geschwister zu versorgen, hat dies vor der Bildung Vorrang. In Sikkim gibt es noch viele Analphabeten, besonders unter der älteren Bevölkerung. Früher war es üblich und eine besondere Ehre für die Familie, wenn ein Kind in ein Kloster als Mönch oder als eine Novizin eintrat. Das garantierte, dass der junge Mensch eine gute Ausbildung erhielt, auch wenn es sicherlich nicht leicht war, sich den strengen Ordensregeln zu unterwerfen. Darüber hinaus war so eine Handlung dem Karma der gesamten Familie förderlich. Ein Zentrum der Bildung und der Religiosität ist Rumtek. Das Dharma Chakra Center wurde vom 4. Kogyal errichtet. Das durch ein Erdbeben komplett zerstörte alte Kloster wurde erst vor kurzem in altem Stil wieder errichtet und ist das religiöse Zentrum Sikkims. Das Dharma Chakra Center ist der Hauptsitz des Kongyo-Ordens. Die im Kloster aufgenommenen Mönche setzen sich nicht nur mit religiösen Fragen auseinander und studieren den Buddhismus, sondern werden auch in Naturwissenschaften unterrichtet.
Wandmalereien beherrschen das Bild in der Vorhalle des Klosters. Abbildungen der Tempelwächter, die die vier Himmelsrichtungen symbolisieren, sind in großer Farbenpracht an die Wände gemalt. Sie sollen den Tempel vor bösen Geistern und Dämonen schützen. Die Stoffbahnen an den Türen symbolisieren durch ihre Farbgebung die im Buddhismus festgelegten Haupthimmelsrichtungen. Grün für den Norden, Gelb für den Süden, Rot für den Westen, Blau für den Osten und Weiß für das Zenit. Farben haben im Buddhismus besondere Bedeutung und so ist zu erklären, dass die Farben nicht gedämpft und aufeinander abgestimmt sind, sondern in ihrer ganzen Pracht nebeneinander wirken. In einem Nebengebäude befindet sich die klostereigene Druckerei, in der religiöse Schriften abgezogen werden. Die Bücher sind nicht gebunden, sondern die einzelnen bedruckten Blätter werden zwischen zwei Holztafeln gelegt, mit Stoffstreifen umhüllt und zusammengebunden. Die Sanskrit-Verse werden wie bei uns zu Gutenbergs Zeiten auf Holzdruckstöcken händisch abgezogen. Eine mühevolle und zeitraubende Arbeit, besonders das Fertigen der Druckstöcke. Für jede Seite braucht man zwei aus Holz mit den Schriftzeichen darauf geschnitzte Tafeln. Die heiligen Bücher werden nicht nur für den klösterlichen Bedarf gefertigt, sie werden auch an Private verkauft, die dann bei häuslichen Zeremonien Verwendung finden. Ein Blick in die Klosterküche mit dem überdimensionalen Kochgeschirr, hier sind täglich einige hundert Menschen zu versorgen. Im Hof hinter dem Hauptgebäude ist Platz für Entspannung zwischen dem Studium. Ballspiel trägt sichtlich dazu bei. Gebetsfahnen säumen den Weg und mit dem Wind werden die darauf geschriebenen heiligen Worte Omani Padme Hum in die Welt getragen, um Segen zu verbreiten. Heute ist dieser geweihte Platz ein ruhiger Ort, das alte Rumtek. Seit der neue Klosterbau errichtet wurde und die Zeremonien und die Schule dorthin verlegt wurden, kommen nur wenige Pilger hierher. Nur noch bei besonderen Anlässen werden in diesem ebenerdig gelegenen Raum Zeremonien abgehalten. Dann sitzen Mönche auf den langen Bänken und feiern eine Puja, wobei der Raum vom Beten der Mantras und mit Trommel, Trompeten und Schellenklang erfüllt ist. Die Wände sind mit Fresken bemalt, die aus dem Leben und dem Wirken Buddhas erzählen. Der Buddhismus kam über Tibet nach Sikkim. In Tibet verbreitete die Lehre Buddhas Guru Padmasambhava bereits im 8. Jahrhundert und prophezeite einer Legende nach die Ausdehnung nach Sikkim. Diese Prophezeiung fand ihre Erfüllung im 17. Jahrhundert durch den tibetischen Lama Latsun Chempo, dem Schutzheiligen Sikkims. Es ist Nachmonsunzeit. In den letzten 3 Monaten staute sich die heiße, feuchte Luft an den 8000ern des Himalaya-Hauptkammes und die Wolken regneten vermehrt ab. Die schlecht befestigten Straßen dieser Region können diesen Regenmengen oft nicht standhalten und rutschen ab.
Die Bewohner sind darauf eingestellt, die Schubraupen stehen bereit. In Ermangelung von Ausweichmöglichkeiten sind lange Aufenthalte möglich. Die Einheimischen nehmen dies mit Gleichmut hin. Wir folgen dem Fluss Rangit stromaufwärts, der im Nordwesten von Sikkim am Ratang-Gletscher entspringt. Es ist dies ein alter Handelsweg nach Tibet, der wirtschaftliche Bedeutung hatte, bis 1940 die Grenze geschlossen wurde. Waren wie Reis, Wolle, Seide, Salz, Tee und Kardamom wurden transportiert. Aber nicht nur Händler bewegten sich damals auf dieser gefahrenvollen Wegstrecke, sie wurde auch von Pilgern, Mönchen und Abenteurern benutzt. Ein reger Austausch fand also statt. Nach der Schließung der Handelswege nach Tibet musste man sich Gedanken über die wirtschaftliche Belebung der Mittelgebirgslagen machen. Da eine Ansiedlung von Industrien durch die bergige Lage nicht möglich war, begann man, die zahlreichen Flüsse zu nutzen, um elektrische Energie zu erzeugen. In den kleinen Dörfern hat sich nichts verändert. Landwirtschaftliche Produkte der Region werden vermarktet, nur der Schwertransport, wurde uns erklärt, hat stark zugenommen. Für die immer neuen Kraftwerksbauten wurden Notquartiere für die Arbeiter errichtet. Es sind Unterkünfte ohne jeglichen Komfort und die nötige Infrastruktur fehlt überall. Es gibt allerorts Missstände und politische Parteien werben mit Wandzeichnungen und Versprechen. Im Norden und im zentralen Teil des Landes leben heute noch die Ureinwohner, die Lepchas. Diese ersten Jäger und Sammler sind heute eine Minderheit im eigenen Land. Bis zur Verbreitung des Buddhismus waren sie Anhänger von Naturreligionen, bei denen das Übernatürliche und die Welt der Götter eine große Rolle spielte. Heute sind sie meistens Buddhisten, pflegen jedoch auch die alten Traditionen weiter. Einer der heiligsten buddhistischen Orte in Sikkim ist das Kloster Dashiding. Die Legende berichtet, dass Guru Rinpoche einst einen Pfeil abschoss und versprach, dort zu meditieren, wo immer er auch landen würde. Hier in Dashiding soll er sein Versprechen eingelöst haben, ein kleiner Schrein erinnert daran. Das Kloster in seiner heutigen Form wurde wesentlich später im 18. Jahrhundert von Bedi Wang Mo, der Stiefschwester des dritten Königs von Sikkim, errichtet, die den König durch seinen Leibarzt erschlagen ließ und mit dem Bau ihre Reue zeigte. Dadurch mag sie zwar ihr Vergehen gesühnt haben, aber der Bestrafung für ihre Missetat entging sie trotzdem nicht. Ihr wurde ein Zeremonienschal in die Kehle gestopft, eine Hinrichtungsart, die hochgeborenen Personen vorbehalten war.
Gerade wird hier eine Puccia gefeiert, um an einen Toten zu erinnern. Die Mönche singen heilige Mantras und rezitieren die überlieferten Texte. Der Klang der Trommeln und Zimbeln soll während der Zeremonie die bösen Geister vertreiben und den Tempel reinigen. Reis wird geopfert und die Kangling, die Trompete, und das Randong, das Langhorn, wird geblasen, um die Geister günstig zu stimmen. Die tiefe Religiosität der Bevölkerung wird an der das Hauptgebäude umgebenden Medongwang sichtbar. Diese in Stein gemeißelten Mantras werden von den Gläubigen gestiftet, wenn ihre Bitten erhört und sie von Krankheiten befreit wurden. Dieser Chorte wird von den Gläubigen besonders verehrt, enthält er doch die Reliquien Manjushris, eines Heiligen oder Halbgottes, der die Unwissenheit vertreibt. Allein der Anblick dieses Chorten soll der Überlieferung nach die Gläubigen von allen Sünden reinwaschen. In den kleinen Läden des Dorfes warten die Kaufleute auf Kundschaft und die Kinder spielen auf der Straße. In der winzigen Dorfschule versucht der Lehrer, den Kleinsten etwas beizubringen. Es ist mühevoll, denn es fehlt am nötigsten. Ein geschichtsträchtiger Ort ist der Krönungsplatz. Hier wurde 1642 der erste König von Sikkim von drei Mönchen gekrönt. Die drei Mönche gehörten der buddhistischen Sekte der Rotmützen an, kamen aus Tibet und hatten den Auftrag, in Sikkim eine buddhistische Monarchie zu gründen. Unter den damaligen Stammesführern konnte jedoch kein geeigneter Mann ausfindig gemacht werden, und so wurde auch ein Suchtrupp in Richtung Osten in das Gebiet von Juksom geschickt.
Hier fand man einen Mann beim Meditieren. Es war der Enkel des großen Guru Tashi namens Bunstock. 1642 wurde er zum König gekrönt und erhielt den Titel Kogyal Wich, der König, der mit Rechtschaffenheit herrscht. Wasser treibt die Gebetsmühle an und das allgegenwärtige Mantra wird verbreitet. Auch sagt die Lehre, dass alle, die davon trinken, von Buddha gesegnet werden. Unweit von Juxum befindet sich das Kloster von Dupti. Hier soll der erste König von Sikkim, Bunstock, von den drei Mönchen gesegnet worden sein. Umgeben von Chorten und Gebetsfahnen ist dies eines der ältesten Klöster Sikkims. Der Vorraum wird beherrscht und bewacht von den Dhyani-Buddhas, den himmlischen und transzendenten Buddhas, die das Zentrum und die vier Punkte des Kompasses darstellen. In der Vorhalle des Oberstockes das Mandala, ein Meditationskreis, ein kosmisches Diagramm. Es ist das Rad des Lebens, das das endlose Rund des weltlichen Lebens grafisch darstellt. Der Tempel wird als Lagang oder Haus Gottes bezeichnet. Über dem Altar sind immer die Bildnisse der heiligen Triade angebracht. Shakyamuni, der Buddha in der Mitte, zu seiner linken Guru Rinpoche und zu seiner rechten der Charesi Bodhisattva Avalokiteshvara. Der dämmerige Raum ist ein Ort der Besinnung auch für Andersgläubige. In Bema Yangtze steht das bedeutendste Kloster der Region. Lazun Chempo, der Schutzheilige Sikkims, ließ im 17. Jahrhundert hier einen Schrein errichten und unter Yikme Pavo, er war die dritte Reinkarnation von Lazun Chempo, wurde das Kloster zu heutiger Größe ausgebaut. Der Eingang ist mit heiligen Symbolen versehen. Die Vase ist das Symbol für großen materiellen Reichtum, gute Gesundheit und langes Leben. Das Lebensrad stellt die Fortpflanzungslehre Buddhas dar, die erste Predigt, die den Lebenszyklus mit den Wiedergeburten in Bewegung setzt. Der tibetische Buddhismus übt noch heute einen mächtigen Einfluss auf das Denken und die Lebensweise der Bewohner Sikkims aus. Bema Yangtze ist die größte sakrale Ausbildungsstätte des Nyingma-Ordens. Die jungen Mönche treten mit 5 bis 6 Jahren in das Kloster ein und haben bis zum 14. Lebensjahr den alten Mönchen zu dienen. Sie erlernen das Spielen der heiligen Musikinstrumente und die Zeremonien. Aus dem Horoskop, das beim Eintritt eines Kindes erstellt wird, kann ersehen werden, ob es zum Lama bestimmt ist. Wie in jedem Kloster wachen die Tempelwächter über das Spirituelle und das Materielle. Der Tempelwächter des Ostens unterdrückt das Böse der Menschheit und deren Sünden.
Ein religiöses Leben und religiöse Handlungen bringen die Gläubigen dem Nirvana näher. Eine solche Tat setzte ein im Kloster lebender Mönch in 40-jähriger Arbeit. Er baute einen Schrein mit Darstellungen und Plätzen des Wirkens von Buddha. Seiner Vorstellung nach ist die irdische Welt im unteren Bereich angesiedelt, dann kommt die Welt der Halbgötter und der Götter bis hinauf zum Nirvana. Doch weit wertvoller als der im 20. Jahrhundert gefertigte Schrein sind die bildlichen Darstellungen an den Wänden. Die tibetische Bezeichnung für Maler lautet Schreiber der Götter und auf den Tempelwänden sieht man eine Kunst, die streng von liturgischen und ikonografischen Regeln bestimmt ist. Malen heißt die göttliche Anwesenheit hervorrufen und die muss in genauen Regeln ausgedrückt werden. In Tibet erfuhr die Lehre durch Elemente des Tantrismus Anreicherungen. Die Gleichheit von Universum und Mensch und die Ausdehnung des Pantheons, das nun auch weibliche Gottheiten enthält, die die kosmische weibliche Energie repräsentieren. Die Zweiheit, die allen Dingen innewohnt, wird nicht nur durch das weibliche und das männliche Prinzip ausgedrückt, sondern auch durch die Darstellung von friedlichen und entsetzlichen Eigenschaften der einzelnen Gottheiten. Aber es sind nicht nur die buddhistischen Klöster und Kunstgegenstände, die dieses faszinierende Land ausmachen, sondern es ist auch die Schönheit der Natur. Die wenigen Wege führen durch die schmalen Flusstäler. An den Hängen der 7- und 8000er staut sich die heiße Luft, die von der indischen Platte herdrängt und regnet ab. So entsteht eine Vegetation, die in solchen Höhen ungewöhnlich ist und mit ihrer Pflanzenvielfalt und Üppigkeit einem tropischen Urwald gleicht. Unser Ziel ist Songri und der Gotcha-Pass und wenn es das Wetter erlaubt, wollen wir die Aussicht auf den Kanchenjunga, den heiligen dritthöchsten Berg der Welt zwischen Sikkim und Tibet, genießen. Unsere Begleitmannschaft setzt sich aus erfahrenen Bergsteigern und Trägern zusammen. Sie kommen vorwiegend aus Nepal, kennen jedoch die Wege und das Gelände ausgezeichnet. Um die Verköstigung vornehmen zu können, müssen alle Lebensmittel und die Kochausrüstung mitgetragen werden. Unterwegs ist nichts zu beschaffen. Thank you.
Es dauert einige Stunden, bis die Ausrüstung endgültig verladen ist und sich unsere kleine Karawane in Bewegung setzt. Als Buddhisten haben die Menschen so viel Achtung vor den Tieren, dass sie sie nicht reiten. Der Fluss, der vom Talung-Gletscher gespeist wird, hat sich in Jahrtausenden tief in das Gelände eingeschnitten und ein Queren ist nur über schwankende Hängebrücken möglich. Die Landschaft wird von allen grünen Schattierungen beherrscht. Tannen, Eichen, Kastanien und Birken sind die häufigsten Baumarten. Moose und Farne bilden den Unterwuchs. Vieles aus der Vergangenheit ist von Mythen und Legenden verschleiert, aber es kann als sicher gelten, dass die ersten Einwohner des Landes Lepcha waren. Die Jäger und Sammler besaßen die Gabe des Hellsehens und glaubten, aus Mayen zu stammen, den legendären Königreich an den Hängen des Kanchenjunga. Sie lebten in völliger Harmonie mit der Natur, die sie alles schenkte, was die Menschen zum Leben brauchten. Das Fleisch der Tiere, Früchte, Heilkräuter, Honig und Fasern, die man zu Stoffen webte. Sie rodeten Wälder und machten kleine Landstücke urbar, auf denen sie Mais und Hirse anbauten. Die einzigartige Kenntnis ihrer Umgebung befähigte sie, jedes Tier und jede Pflanze beim Namen zu nennen. In ihrem Wortschatz befand sich hingegen kein Ausdruck für Krieg. Wie viele andere Völker, die in der Abgeschiedenheit in enger Verbindung mit der Natur leben, überlieferten die Lepcha ihre Geschichte mündlich. Doch in den Fakten ist manche Legende, mancher Mythos mit hineingewoben. Das Übernatürliche und die Welt der Geister spielen eine wichtige Rolle und spiegeln die animistische Glaubenstradition der Lepcha wider. Nach 2 Tagen anstrengenden Aufstieg ist das Dorf Choka erreicht, die letzte ständig bewohnte Ansiedlung in 3000 Meter Höhe. Die Lepcha sowie einige zugewanderte Tibeter leben vorwiegend von der Viehzucht. Die Yaks liefern alles, was die Menschen hier zum Leben brauchen. Fleisch und Milch, Fett für Lampen, die Haut wird gegerbt und aus den Haaren der Tiere werden Seile zum Befestigen der Lasten gedreht. Es ist ein einfaches Leben ohne jeglichen Komfort, aber die Menschen, geprägt von der übermächtigen Natur, sind genügsam. In den kleinen Gärten vor den mit Holz gedeckten Häusern wird Gemüse angebaut, etwas Abwechslung für den sonst eintönigen Speiseplan.
Doch auch hier oben muss man sich vor bösen Geistern und Dämonen schützen. Und was hilft da besser als ein mit Gebetsfahnen geschmückter Tempel? Das ewige Mantra Om Mani Padme Hum wird in die Welt getragen. Die Yaks sind für die Menschen in diesen Gebirgsregionen unentbehrlich. Sie begleiten sie und tragen ihre Lasten bis zu einer Höhe von 5000 Meter. Perfekt an die Natur angepasst, sind sie unempfindlich gegen jegliche Witterungseinflüsse und meist der einzige größere Besitz der Bergbewohner. Es ist ein alter Handels- und Pilgerweg, der durch dieses Tal führt, ein Weg nach Tibet, immer wieder begangen von der einheimischen Bevölkerung und den Tieren. Wenn das Wetter auf den hochgelegenen Almen umschlägt, werden die Schafe in tiefere Regionen getrieben. Auch in den Sommermonaten kann es bis 3000 Meter hinunter schneien und schon der Verlust weniger Tiere kann eine Familie in arge finanzielle Schwierigkeiten bringen. Je weiter man aufsteigt, umso mystischer wird der Wald. Er scheint mit Zauberkräften erfüllt zu sein. Die Bäume strecken ihre Äste wie dürre Hände in den Himmel. Moose und Flechte hängen wie wirres Haar an den Bäumen. Kobolde und Dämonen scheinen aus dem Nebel zu treten. Um auf die animistische und buddhistische Lebenseinstellung und die Selbstbeschränkung der hier lebenden Menschen hinzuweisen, erzählt unser nepalischer Guide folgendes Märchen. Am Fuße der schneebedeckten Berge lag eine heilige Quelle, die den Weg spaltete und von einem riesigen Froschpärchen bewacht wurde. Jedes Jahr musste ihm ein Knabe geopfert werden. Eines Tages fiel das Los auf den Königssohn. Der Prinz suchte am Abend das letzte Mal seinen Lieblingsplatz im Wald auf. Da hörte er eine Krähe, die im Geäst des Baumes saß, zu ihm sagen: Die geheime Kraft der Frösche liegt in ihren goldenen Kronen. Daraufhin bewaffnete sich der Prinz auf dem Weg zur Quelle mit einem Stock und wartete hinter einem Stein versteckt auf die Ankunft der unheimlichen Tiere, die er danach belauschte. Wie gut, dass niemand weiß, hörte er sagen, dass wer immer die Krone trägt, durch einen Schlag auf den Kopf dazu gebracht wird, Gold auszuspucken. Unser Leben wäre damit in höchster Gefahr. Da stürzte sich der Prinz auf die Frösche und ergriff ihre Kronen.
Als der Prinz mit den Kronen zurück in den Palast kam, wollte der König die goldspuckenden Kronen nicht haben. Die schrecklichen Frösche waren ja verschwunden und die Quelle nun allen Menschen wieder zugänglich. Er befahl dem Prinz, die Kronen in die Quelle zu werfen, wo sie auch bis zum heutigen Tag liegen sollen. In 3500 Meter Höhe ist die Baumgrenze erreicht. Auch im Nebel zeigt die Natur, was sie imstande ist, an Farben hervorzubringen. Rhododendren, Magnolien, Primeln, Enzian sowie viele Arten von Orchideen, die auf Bäumen, auf Felsen und am Boden wachsen, sind hier anzutreffen. Es klart auf und ein Blick auf die 8000er wird frei. Zongri in 4200 Meter Höhe ist erreicht und nun bleibt nur auf besseres Wetter zu hoffen. Die Wege durch Sikkim waren lange Zeit für Europäer und Nicht-Buddhisten unzugänglich. Um nach Lhasa, der verbotenen Stadt in Tibet, zu gelangen, beging 1920 die Französin Alexandra David-Neal im Alter von 51 Jahren als Bettlerin verkleidet mit ihrem Adoptivsohn Yongten, einem Rotmützenlama, den beschwerlichen und gefährlichen Weg durch Sikkim und berichtete als erste Europäerin über dieses fantastische Land. Sikkim hat sich im Laufe der Jahre besonders unter dem indischen Einfluss geändert. Es ist nicht mehr das Shangri-La, das versteckte, verbotene Land, es hat sich der Außenwelt geöffnet.
die kulturellen Werte und Traditionen zu bewahren und sich gleichzeitig dem Fortschritt nicht zu verschließen, ist die größte Herausforderung an Sikkim. Unsere Herausforderung war es, in diese Höhen aufsteigen zu können und die 8000er-Gruppe mit dem Kanchen Zöngar zu sehen.